Sommer 1421 ist ein gewaltiger Drache von der Rigi zum Pilatus geflogen und ist so nahe beim Bauer Stämpfli Teufel gestürzt, dass der auch ohnmächtig geworden ist. Als er wieder zu sich gekommen ist, hat er einen Klumpen grünen Blut gefunden und als er ihn umgestochert hat, einen seltsamen Stein, den Drachenstein.